Damen und Herren, vor ziemlich genau 50 Jahren kam in Belgien bei einem Beiwagenrennen ein Ebersberger ums Leben, Hans Attenberger, der kurz davor war, Weltmeister zu werden. Und heute, eben 50 Jahre später, ist hier in Ebersberg eine große Ausstellung zu sehen, aus dessen Anlass wir heute den Freundeskreis Attenberger Schillinger besuchen. Hans Schillinger war sein Beifahrer, also der immer, ich weiß nicht, ob Sie, als ich in Ihrer Jugend erinnern, ich total gut an diese Seitenwagenrennen, weil ich mir als Kind schon überlegt, wie kann man sowas bloß machen? Sind die nur verrückt? Sind die bloß blöd? Und mit solchen Menschen sitze ich heute halt endlich mal am Tisch, um mit Ihnen praktisch über Ihre geistige und seelische Ausstattung zu sprechen. Da haben wir auch einen Beifahrer. das habe ich als Kind schon kapiert. Wissen Sie? Und dann hat irgendwann mal später jemand zu mir gesagt, hat gesagt, Grübe, weißt, ich darf da nie Beiwagen fahren, weil das Motorrad mit Beiwagen vereint praktisch alle Nachteile eines Motorgefährts auf sich. Mhm. Es hat zwei Spuren, aber die Knautschzone ist nicht länger als das Nasenbein des Beifahrers. Herr Huber, wie war das so bei Ihnen? Wie oft haben Sie sich's gebrochen? Nasenbohr, wie oft das Brot war denn? Das haben wir nicht gebraucht. Nein. Wie oft oder wie lange haben Sie das gemacht, dass Sie im Beiwagen gesessen sind? 20 Jahre. 20 Jahre. Genau 20 Jahre habe ich. Buckel, ja, dass ich mal die Haut abgezogen. Es war in Irland ein Ding drum in Belfast. In Belfast, Nordirland. In Belfast oben hat sich geschmissen, ihm und einen Butcher, mit dem, wo er mitgefahren ist. Ja. Da hat er ihm einen Buckel die Haut abgezogen. Das ist aber nicht nett gewesen von dem, oder? Aber dann war er ein paar Tage, dann haben sie ihn eingeliefert ins Krankenhaus, ja, in Belfast. Okay. Erst haben sie ihn gefragt. Wann waren das gewesen, was für ein Jahr? 70. Da ist er da drum schon richtig rund gegangen. Ja? Da haben sie ihn gleich gefragt, war er evangelisch oder katholisch? Okay. Ja, katholisch. Ja. Da haben sie ins katholische Krankenhaus rein. Und was haben sie gemacht? Dann haben sie den Oberteil da von ihrem Körper haben sie mit flüssigem Plastik eingesprüht. Und das war gut. Ja, und da haben sie mich das ganze Bett umhüllt, weil das war ein Krankenhaus. Da waren ungefähr 15, 20 Leute drin in dem Zimmer. Und wenn sie halt einen mal richtig bearbeiten haben müssen, dann haben sie die ganze Plane immer da, dass ich da nachher drin habe. Und da haben sie mich bearbeitet. Gell? Ich war 76 war ich zum ersten Mal in Nordirland gewesen, in der Jugendherberg. Und die ist so lieblich gelegen an einem Tal. Und da haben wir rübergeschaut auf den Friedhof von Belfast. Mhm. Und dann sitze ich so da und schaue da rüber und denke mir, irgendwas an dem Friedhof ist komisch. Weißt du, was da komisch war? Lauter frische Gräber. Ach so? Ja, ja. Hat die was vorher erschossen? Ja, so ungefähr. Ja, nicht im Krieg. Also, aber da waren da evangelische und katholische. Aber, Herr Huber, die Huber-Brüder, die also nicht bergsteigen, sondern noch viel gefährlicher drauf sind. Warum fährt man mit dem Motorrad mit dem Beiwagen? Warum kann man das nicht allein machen? Weil er wollte auch fahren. Also das damit er mitnehmen. Und es ist auch schon gleich mal losgegangen. Erst, er wollte Training fahren, ich nicht. Und dann waren viele Spezies dabei, die bei ihrem Beiwagen fahren wollten. Und wie es dann so weit war zum Fahren, da war keiner mehr da. Und dann habe ich gesagt, dann fahre halt ich mit. Dann habe ich ihn gefragt, weil jetzt ist das Ding übereinander gekommen, die Rennen. Und ich habe keinen Beifahrer mehr, weil alle abgesagt haben. Dann habe ich zu ihm gesagt, du Sepp, ich brauche einen Beifahrer, der hat ja gar nichts gewusst, dass ich ein Motorrad habe. Das hat er gar nicht gewusst. Das hat er nicht gewusst. Aber das muss man doch lernen, wie man mit dem Beifahrer fährt. Das habe ich nicht heimgedacht, weil sie daheim haben sie das nicht wissen dürfen. Jetzt der Vater, sonst hätte der Schlange, oder? Gehabt. Ach so. Das ist ja schon ein Vorteil, aber Mama war umso ängstlicher, oder? Mama, die hat nichts gewusst davon. Und Mama hat gesagt, wenn wir zu den Rennen gefahren sind, dann hat sie gesagt, Bum, wo fahrt denn heute hin? Dann haben wir gesagt, hinter Minge. Okay, wir reden danach noch weiter. Also, aber jetzt mal an Sie die Frage sozusagen, ja, vom Freundeskreis. Erinnern Sie sich dort mal so an den Unfall und warum hat es da gleich einen Freundeskreis gegeben? War der Attenberger in Ebersberg so verwurzelt? Also ich erinnere mich noch sehr gut an den Sonntag, auf die Nacht, wie das im Fernsehen gekommen ist. Wir haben alle gehofft, dass in der Übertragung gesagt wird, Attenberger Schillinger hat gewonnen und weiterführend in der Weltmeisterschaft. Dabei kommt der Bericht, der natürlich verunglückt. Und das habe nicht bloß ich gehört, ganz Ebersberg und die Umgebung. Und wir waren geschockt einfach. Also alle tiefst traurig. Und
Der Freundeskreis ist ja da, aber dann erst entstanden zum 30. Todestag. Okay. Ein Jahr davor, dann haben wir uns zusammengesetzt und Pokale gesammelt, Grenze gesammelt und da ist das noch entstanden. Mhm. Und seitdem machen wir zum 40. Todestag und jetzt zum 50. Todestag immer eine Ausstellung. Und diesmal ist die Ausstellung so gut gelungen, dass ihr sogar Interesse habt und das. Ja, wir müssen es mal schauen. Ich meine, wie gesagt, ich habe selber einen 1er Führerschein, aber ich darf nie Beiwagen fahren. Also, ich weiß nicht warum, aber lieber einen hinten drauf als im Beiwagen. Dann fahren Sie Beiwagen. Nein, ich möchte nicht einmal hinten drauf sitzen. Jetzt haben wir genau die Richtigen. Und wie ist mit Ihnen so als Frau in dem Kreis? Sie sind ja, glaube ich, die Schriftführerin, oder? Die das Ganze so aus einer weiblichen Chronistin, Perspektive, ja. Chronistin einordnet. Naja, ich habe einen Attenberger auch persönlich kennt. Ja, ja, der ist. Oder ich bin. Wir waren Nachbarn, genau. Rutschen Sie ein bisschen her? Ja, ja, freilich gern. Ja, ah, jetzt auf einmal soll ich herrutschen. Ja, so. Na gut, also der hat 200 Meter entfernt von uns gewohnt. Und an eine Geschichte habe ich mich erinnert, und zwar erst jetzt, wie ich da geschrieben habe. Ich habe sonst eigentlich. Attenberger habe ich kennt natürlich, aber sonst habe ich nichts zum Tor gehabt damit. Aber ich habe mich erinnert, dass mein Bruder immer mit mir gespielt hat. Wir haben einen Stuhl umgedreht und dann haben wir Motorradfahren gespielt und ich habe als Beifahrerin drin sitzen müssen und bin von ihm immer geschimpft worden, weil er gesagt hat, als Beifahrerin muss man sich ganz weit auslernen, okay, sonst macht man einen Unfall. Mhm. Und ich war natürlich erschüttert, dass ich das nicht so zur Zufriedenheit von meinem Bruder gemacht habe. Und jetzt weiß ich natürlich, dass der das nachgespielt hat. Aha. Natürlich, mein Bruder ja auch, den Attenberger kennt, ein bisschen größer wie ich. Weil er Nachbar das war? Ja, er war Nachbar. Und das war einfach ein Idol, ein das Idol. Muss man wirklich sagen. Und wer die Ebersberger Seestadt kennt, der weiß, das ist also so eine ganz spezielle Gegend mit viel Hügel. Und da ist der auf und ab gefahren und über den gefrorenen See. Das war natürlich was für die ja, Kinder. Schon mit Beibern oder mit dem Motorrad? Ja, ah, eher mit dem Motorrad. Solo. Okay. Ja. Da sind wir halt alle zusammengelaufen. Warum fährst du nicht Solo? Warum braucht man, für was ist der Beifahrer beim Beiwagen? Der Beifahrer im der muss er das ausbalancieren, das ganze Gespann. Damit sie wirft, oder was? Dass er nicht umschmeißt. Okay. Und das ist der Hauptgrund. Und da muss man einfach als Beifahrer erstens einmal Kraft haben, beweglich. Also man muss sich gerade festhalten können, oder was? Ja, ja, das hat man mal, das habe ich gemacht. Ja, ja. Eigentlich im Winter. Weißt du, da habe ich fast alle Tage in der Turnhalle drin Leichtathletiktraining gemacht. Mhm. Und weil ich ein bisschen Leichtathletik auch noch normale mitgemacht habe, und da hab ich, das hat mich halt ganz nervig gut. Aber erstens einmal habe ich ziemlich gute Kraft gehabt, mhm, und Ausdauer und Luft und vom Körper her richtig beweglich war. Ja, ja. Und das ist das Allerwichtigste für einen Beifahrer, ja, dass der im Beiwagen schnell wechseln kann. Ja, ja. Rechtskurve, Linkskurve, hinten. Aber was mir immer auffallen ist, und da erinnere ich mich total gut, der Abstand bei, es kommt immer drauf, wo der Beiwagen ist, was für Seiten, ne? Aber der Abstand zum Boden ist ja nicht mehr als 2-3 Zentimeter. Tut man sich da nicht oft wahnsinnig weh, wenn du ein bisschen Storf da. Das macht ja nichts. Es macht nichts. Was habe ich da zum Beispiel links und rechts, weil ich mein links Beiwagen gefahren bin, mein rechts Beiwagen, immer da am Arsch Taut habe ich gehabt. Spielt keine Rolle. Hat ja praktisch ein paar Quadratmeter, gell? Das darf da gar nichts ausmachen, weil so simpel darf der überhaupt nicht sein, weil der praktisch gar nicht anfangen. Also Sie haben die ehrenvolle Aufgabe, der Mensch ist geistlicher Beistand. Sie müssen immer beten. Sie sind Diakon, oder was sind Sie jetzt genau? Ich bin Diakon, ja. Und ich bin aber schon länger im Kreis dabei. Und die Beziehung zum Attenberger war eigentlich bei mir so, dass mein Vater Arzt war in Ebersberg und wir so ein Bub war. Und die haben Rezept irgendwas gekriegt. Da war es ja damals üblich, dass der Nachmittag die Sieg liegt. Hat gesagt, heute kommen die und die Leute, schaut, dass da seid. Und wenn ich gewusst habe, Attenberger hat sein Rezept gekriegt, dann bin ich daheim geblieben, weil meine Oma war immer so neugierig und ist immer gleich ausgeschossen, wenn es geleitet hat. Mhm. Und da weiß ich halt, wie er gekommen ist. Und als sonst, als Bub. Was hat er denn gekriegt? Nebazitimbuder oder Schmerzmittel? Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Geben Sie es doch zu. Nein, Sie dürfen das sagen, echt. Das ist nur eine Fernsehkamera. Ich weiß es wirklich nicht. Und ansonsten hat er seine Maschine in Ebersberg in einem Radlgeschäft richten lassen. Und wie in der Schule. Sein Motorradl hat er in einem Radlgeschäft richten lassen. Ja, richten darf, haben selber um. Bestimmter Spezialist.
Ja, ja, die haben wir selber drum geraxt, beim Strasser. Und dann, wenn wir in der Schule gesagt haben, du, Lautenberg ist eine Maschine, ist da, dann sind wir immer mit jeglichem Vorwand mit unseren Radl gekommen, dass wir was zum Richten haben. Man hat gar nichts gefällt, wir wollten bloß immer die Maschinen sehen. Das war also praktisch Idol bei uns greifbar. Wobei die Maschinen, das sind ja alles keine, die kannst du nicht im Laden kaufen, gell? Ich meine, vor allem, ich habe jetzt gelesen, dass ihr dann über 200 schon gefahren seid. Wie hört man aus einem BMW-Motor 200 Stundenkilometer raus? Mit der 29-Übersetzung fast 240. 240? Mit der 29-Übersetzung geht es 240. Mit einem Boxermotor von BMW, oder? Ja, das ist ein Königswell-Motor, nicht ein Stange-Motor. Königswelle? Königswelle. Das ist ein spezieller Rennmotor. Ein spezieller Rennmotor. Aber Boxermotor, ne? Boxermotor. Boxermotor. Das ist ein solcher. Wir schauen es mal nach. Das ist, okay, das schauen wir uns das. Das Real, was da rausgeht, da ist die Königswende. Ach so, da hinten bei dem Teil Trompete. Nein, das ist ja der Lufthansa. Ja, ich habe leider von Technik erheblich weniger Ahnung als du. Also, Herr Huber. Also, ja, und die muss man praktisch alles selber machen, auch die Verkleidung, oder? Ja, normal schon. Na, da gibt es schon Spezialisten, die wo sowas gut machen. Das kann nicht jeder, aber die. Ich habe es gut gemacht, das zahlen wir auch nicht, braucht er nein. Das ist gescheit. Aber dafür bist du nicht Weltmeister geworden, oder? Nein, war bloß Fünfter. Wie groß waren eigentlich so die Konkurrenz? Wie viele Leute sind da bei so Rennen mitgefahren? Also unseren ersten Weltmeisterschaftslauf, das weiß ich noch, weil ich das uns nicht wissen, aber ich habe noch die Zeitung daheim. Da waren uns 30 Spanner. Doch 30? 30. Und wo sind die überall hergekommen? Von der ganzen Welt. Weltmeisterschaft ist eine ganze Welt. Die besten und schnellsten Spanner. Ja, aber also, weiß ich, wenn du jetzt eine Weltmeisterschaft für den Schafkopfer hast, ja, du, verstehst du das? Naja, die haben von. Aber haben die Japaner dort auch schon mitgemischt? Die haben keins gehabt. Die sind der heute. Also die haben 1975 ist einmal ein Japaner dabei gewesen in Salzburg drunten. Okay. Der hat einen Zingli sei gespannt gekauft. Ja, ja, ja. Und die haben sich so gefreut, ich glaube, der ist 14. geworden. Der hat sich so gefreut. Ja, dass er es überlebt hat wahrscheinlich, oder? Ja, und dann überhaupt dabei zu sein. Ja, ja. Das ist ja schon mal. Und wo waren die großen Wettbewerbe? Amerikaner und so? Mit, die haben ja auch keine Motorräder. Nein, damals waren Amerikaner waren da nicht. In unserer Zeit da war der BMW als ein Hauptding. Okay. Da waren hauptsächlich Deutsche, Italiener, Franzosen. Also und meine zweite Motorräder habe ich von einem Franzosen. Und gehabt. Österreich, oder? Österreicher. Ja. Und Engländer, ja klar. Engländer, ja freilich, die waren auch ganz gut. Der Vincent. Ja, aber man sieht, dass also die Weltmeisterschaft teilweise Europameisterschaft gewesen ist. Gell? Aber für mich war das immer als Kind ein totales Erlebnis. Da haben sie dann auch die Kollegen vom Bayerischen Rundfunk oder von der ARD vorher ausgespielt, haben die tollen Perspektiven gemacht. Ich weiß nicht, wie lange die vorher geübt haben. Er da hinten, der grüne Mensch da, der zum Beispiel, der ist zwar Rennfahrer, aber mehr so hobbymäßig, oder? Ja, ich bin einmal Rennen gefahren, und zwar so Clubrennen in der 750er-Klasse mit der Kawasaki 750 RR. Mhm. Und das habe ich ein paar Jahre gemacht und dann habe ich wieder aufgehört. Das ist, bin ich älter geworden und das war dann zu schnell für mich. Und das war dann ein bisschen unpraktisch. Aber das war eine schöne Zeit und da habe ich viel gelernt und kann das auch weitergeben. Ich habe dann auch Instruktor gemacht. Für und was? Für Instruktionen, also dann auf Rennstrecken hat man den Nachwuchsfahrer gezeigt, wie man so die Kurven anfährt, wie man anbremst und so weiter. Und das war immer recht schön, das war also eine interessante Aufgabe dann. Und jetzt bin ich jetzt seit eineinhalb Jahren beim Attenberger Schillinger Freundeskreis. Und da habe ich eine tolle Aufgabe, das gefällt mir einfach gut, weil da der Zusammenhalt da ist und weil die Leute so nett zueinander sind, weil das alles schön passt und so und weil die Maschinen eben da sind, auch die Älteren. Und das gefällt mir. Der Mann ist wahnsinnig gescheit, Damen und Herren. Der fährt zum Beispiel auch immer eines der wahnsinnigsten Rennen, Motorradrennen der ganzen Welt, nicht unbedingt mit dem Beiwagen, sondern solo, das ist das Rennen auf der Isle of Man. Das ist also, müssen Sie sich noch vorstellen, relativ naturbelassen, so eine Insel zwischen Großbritannien und Irland. Und da geht es ganz eng dahin. Die Straßen sind normalerweise Straßen, wo Schaf drin wären und haben wahnsinnige Huppel drin. Gell? Und dann rechts und links immer so tote Steinmauern. Aber er fährt es halt nicht im Rennen, sondern er fährt es immer anschließend oder vorher, oder? Na, also ich war halt immer als Besucher oben und habe mir das so geschaut. Ich bin insgesamt mal 16 Mal oben gewesen. Mhm. Und das war halt immer interessant. Ich habe mir immer wieder andere Stellen angeschaut. Also mal in die Berge oben drin, dann wieder mal im Tal unten. Und dann die verschiedenen kriminellen Stellen, wo man sagt, also da fahren sie mit 300 vorbei. Das ist dann schon hochinteressant. Die fahren da mit 300? Ja, die fahren einen Schnitt von über 200 Kilometer. Okay. Im Schnitt auf der Landstraße, durch Ortschaften durch. Vor allem teilweise sind dann so 90-Grad-Kurven. Da wusste dann, dass du ja 50 runterbremsen musst. Ja, und 180-Grad-Kurven sogar.
da geht es richtig rum. Also das ist schon Wahnsinn, gell? Also es ist schon irgendwie ein Sport für Selbstmörder, oder? Kann man das so... Ja, es hat auch jetzt beim Toten gegeben, der Aufteil auf meinen... Kann man fast sagen. Ja, ja. Weil das Rennen, wenn du überstehst, da hast du zumindest schon mal Glück gehabt. Ja, ja. Hat er dreimal gewungen. Ja. Ach so, aber im Beiwagen, echt, oder? Ja, sowieso. Wer hat den Beiwagen auch gefahren auf der Strecke? Ja, natürlich. Was, das habe ich gar nicht gewusst. Also, ja, ob Isle of Man mit dem Beiwagen gefahren werden? Ja, sowieso, das ist das größte Rennen, das Beiwagenrennen auf der Isle of Man. Da haust du ja ständig einen Schädel an die Mauern. Oder? Kennen Sie die Strecke? Haben Sie schon mal gesehen? Das ist teilweise 2,5 Meter breite Straße. Rechts, wie gesagt, Mauern und Fetsch. Da haben aber 60 Spanner zum Teil am Start. Da haben 60 Kilometer eine Runde. Und da müssen wir 3 Runden fahren. Und das muss erst körperlich und konditionell erst einmal durchstehen. Das aber tanken muss man eh zwischendurch, oder? Ja, die Solofahrer schon. Von 6 Runden. Aber da haben da Rennstrickel dabei, schöne Geraden, so mit ungefähr 1,5-2 Kilometer. Und aber auch richtige Ecken und schmale Ecken. Durch die Dörfer durch, an Hausecken vorbei, über Brücken drüber, da wo du mit dem Gespann springst. Wie weit springst du? Ja, schon schnell 10 Meter hast du schon gleich. Da fährt man so ganz normal dahin. Ja, ganz normal. Also mit 50 und auf einmal springst du. Da fährt man ungefähr normal dahin mit 200 Stück. Und dann halt auf einmal hörst du das Motorrad wieder aufsinken. Aha, jetzt haben wir wieder. Aber das Schlimme ist, gleich nach dem Aufsetzen musst du voll bremsen, weil er Rechtskurven kommt. Du musst aber die Bewegung mitmachen. Und richtig machen. Wenn du nicht die Kurven nicht umfährst, dann rennst du einen Biergarten durch. Also wir wissen, Isle of Man gibt es Biergarten. Attenberger, weil er ja einen größeren Tank gebracht hat, weil die Strecke eben so lang ist, da hat er ja dann eine Spezialanfertigung gekriegt, wo er dann seinen steifen Fuß drauflegen hat. Genau, da so eine Mulde drin gehabt. Stimmt, hat er seinen Fuß immer so rausgestreckt. Gell? Wo hat er sich den steifen Fuß geholt? Als Kind war er krank und da haben sie ihm einen Fuß in Gips gelegt. Der Gips war so lange an seinem Fuß drauf, bis er steif war. Und dann ist er trotzdem gefahren. Auf dem Modell sieht man das, den Tank mit der Mulde drin, wo er einen Fuß reingelegt hat. Die Nummer 28, das ist sein Motorrad. Da hat er ganz hinten am Zehen den Schalthebel gehabt und da hat er schalten können. Bremse und Schalthebel war hinten. Sein linker Hax war, glaube ich, auch kaputt. Ja, das muss man auch mal kapieren. Da sitzt man nicht auf dem Motorrad, sondern da liegst du drauf. Gell? Da knirgelst eigentlich, oder? So. Ja. Schauen wir uns nochmal an. Dann er, der Herr da mit dem schönen Wessel, mit dem Leiberl, der fährt hat eine Dürrenkopf. Ich finde das so fantastisch, weil ich kenne Dürrenkopf, kenne ich Nähmaschinen, Radl, aber Motorrad haben sie auch, gell? Ja, genau. Und die haben bis 1958 haben sie Motorrad gebaut. Das ist folgendes: mein Nachbar, der hat Dürrenkopfvertretung gehabt vom Motorrad. Und da hat der Attenberger hat bei dem ein Motorrad gekauft. Okay. Und ich habe von meinem Spezi, der hat auch einen Dürrkopf gehabt, die habe ich ihm abgekauft. Das war in der damaligen Zeit eine Rennmaschine, aber die war wohl die Dammung kaputt gegangen. Wie viele Kubik haben die gehabt? 150. Nur 150er. Und der Attenberger ist Motocross-Rennen gefahren. Mhm. Sein Motorrad ist kaputt gegangen und der hat für das nächste Jahr hat er einen Punkt gebracht für einen Ausweis. Und da hat er gesagt: Du Franz, hat er so umeinander gedrückt, so geredet nicht lang. Ich war stolz, dass er mein Motorrad nimmt, dann hat er einen Motocross-Lenker aufgebaut. Hat er schon umbauen müssen, ja gut. Das ist er hat Motocross gefahren, oder? Hat er Motocross gefahren, aber mit seiner Behinderung. Gell? Ja. Der hat einen steifen Fuß gehabt. Ja. Und dann ist er zurückgekommen und hat gesagt: Franz, ich darf nicht mehr und ich mag auch nicht mehr. Aber was machst du dann? Jetzt gehe ich auf Beiwagen oder so. Und dann haben wir dann... Da muss man nicht so viel balancieren, gell? Also Beiwagen ist jetzt sicher da drauf, gell? Beiwagenmaschine? Der Sandbahn hat angefangen. Und früher haben sie dann die Maschinen hochgeschoben. Gell? Bis dann. Ja. Auf alle Fälle hat er dann in Alksing, der Nachbarsort, hat er trainiert. Und da haben wir aufgepasst, dass von der Seitenstraße keiner reinfährt. Ja. Und da ist er schon viermal gefahren. Und beim fünften Mal, weil ich mir das Motorrad gekriegt habe, hätte ich mitfahren dürfen. Okay. Ich bin Freitag gestanden, bin ich bibert, habe ich aufgeregt, habe ich mir schon so viel. Und dann kommt einer von der Stadt und sagt, was da los ist.
Ja, da tut einer trainieren. Ja, wo sind wir denn? Wo sind wir denn dort umgedreht? Ist zum Wirt in Olchsen gefahren, hat Polizei angerufen. Und vorbei war es mit mir gefahren, oder? Also sowieso. Aber die Polizei hat genau gewusst, was da los ist. Ja, ja. Eine Stunde sind sie gekommen, da waren wir schon fort. Und wie oft sitzen Sie heute auf Ihrer Maschine noch drauf? Auf meiner? Ja. Die habe ich noch, die steht ja, im Keller. Wer fährt es? Ja, die konnte ich jederzeit fahren, aber mit dem Alter trauen wir sie nicht mehr so. Gell. Oh Gott, was so. Das ist doch, jammerschade. Gell. Und die kommen auch keinen abkaufen. Haben die eigentlich eigene Motoren bauen oder waren es Zündabmotoren? Nein, die haben eigene Motoren gebaut. Ja, die haben eigene Tür gehabt. Die haben mir gesagt, Radl, Rennradl, dann noch am Krieg, die waren Die deutsche Meisterschaft, der Harry Sager, ja. Der hat auf die Tür gehabt, der die deutsche Meisterschaft, also Deutschland rumfangen geworden. Ja. Und das war. Feinsinnig. Da ist meine Beziehung zum Altenberg entstanden und wir waren Spätzle. Ich habe bloß aus beruflichen Gründen nicht immer mitfahren können, wo die an ein Rennen gefahren haben, ja. Nach Salzburg, wo das mit den Schillingen passiert ist, wie Robokugelt ist. Aber habt ihr einen normalen Beruf eigentlich auch gehabt? Ja, der Altenberger. Ja. Du hast bei der Firma Held gearbeitet. Vorher war er Mechaniker beim Birkmeier, hat er gelernt. Da haben wir übrigens noch den Lehrvertrag, den haben wir noch gefunden, seinen Lehrvertrag. Und später war er dann bei der Firma Held. Backer im Vorgeschäft und der hat natürlich unterstützt, sonst hätte er das gar nicht alles so machen können. Und das war ideal für ihn, weil da hat er einmal übers Wochenende länger wegbleiben können und sein Chef hat das alles so, ja, der hat ihm halt noch geholfen dabei. Gell. Und der Schillinger Sepp, was hat der gemacht? Oh, der war Bauer. Da bin ich überfragt. Landwirt. Also ein Landwirtschaftspreis. Ja. Und wo haben Sie die kennengelernt? Ich glaube Zimmerer. Zimmerer? Ich glaube der Zimmerer war. Der Schilling. Ja, also Fernsehen, das legt die Finger in die Wunden, weil alles wissen. Ich glaube, da hat es immer ein paar. Habt ihr eigentlich, wenn ihr euch im Fahrerlager mal drauf habt, irgendwas anderes geredet, als dann über Motorrad und über Motoren? Alles möglich. Ja. Alles möglich. Zum Beispiel Frauen. Weniger. Ja. Das sagen wir sowieso nicht. Alles klar. Aber, ja, man hat schon schöne Kinder gelernt. Gell? Noch am Rennen haben wir es drüber reden können. Ich kann mir vorstellen, nach so einer Rennen, da bist du wirklich fertig. Also wie es jetzt vorher, das ist ja, komm mir mal auf, Kraftsport, also da bist du wirklich dann völlig kaputt. Ich darf dir das erzählen von meinen allerersten Weltmeisterschaften. Ja, bitte, ich bitte darum. Allererste Weltmeisterschaftslauf, das war mit dem Motorrad da, mit Alu-Verkleidung noch. Topmodern? Auf dem Hockenheim. Also habe ich eine Zulassung gekriegt, nach einem Jahr Motorradfahrt habe ich gleich einen Weltmeisterschaftslauf mitfahren dürfen. Und wir zwei fahren wir natürlich da hin, ja, sind 30 Spanner da. Ja, und was soll man mir? Einer muss der Weihletzter werden, gell? Weil wir waren noch nie auf einem Weltmeisterschaftslauf. Und kommen da hin, das war das Training. Vorbei, jetzt haben wir schon 9. gewinnen. Das war für uns schon. Startplatz 9. Startplatz 9, das war für uns schon fast so viel, als wenn wir Weltmeister waren. Und dann am Sonntag beim Rennen, er war ein super Anschieber, gell, als Beifahrer, der hat mich gut angeschoben. Jetzt haben wir beim Start haben wir schon einen überholt. Jetzt waren wir schon 8. Jetzt sind wir nachher gefahren auf der Geraden, das ist auch mit der 32 Übersetzung, also fast auch so 200 gut. Auf und halb vorne habe ich zwei Gespanner gesehen. Und dann jedes Mal, wenn die Kurven vorbei waren, habe ich mir gedacht, dann habe ich gespannt, jedes Mal war ich nachher da dort. Und wieder war ich nachher da dort. Und auf einmal war ich dort. Habe ich auch noch nicht gewusst, was das für zwei Herren. Und dann habe ich mir gedacht, bei der nächsten, da war ich schon ganz dort, habe ich mir gedacht, die nächste Runde. Pack ist. Da habe ich Gott sei Dank hab ich mir gedacht, weil die zwei Hände wären ganz außen gefahren. Okay. Habe ich innen rein und da war ich fast schnell dran, habe ich mir Zuschauer, geht's weg, habe ich mir gedacht, geht's auf Zeiten, jetzt kommt einer. Weil wir haben ja ganz quer, haben wir durch, wie auf der Sandbahn. Ja. Aber dann war es vorbei und war das Erste. Waren wir vorbei und wer war das? Der Vincent von England und die Bodisch-Brüder. Das waren ja super Fahrer. Ja. Und dann waren wir zwei Sechster. Den ersten Weltmeisterschaftslauf. Ja, das ist natürlich schon dann ein guter Start. Dann hat man das natürlich fahren wie ein Bläder. Ja. Das ist das Büttel da. Und das da auch.
Da unten, das ist da unten beim Friedhof da, weißt du schon. Und das ist da herum, da, wo man schnell fährt. man sagt ja immer, grau ist alle Theorie. Jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Wir machen mal einen kleinen Rundgang hier und schauen Sie mal dieses Motorrad an. Es ist wirklich total interessant, was hier alles steht und was hier alles zu sehen ist. Aber ich würde Ihnen dringend empfehlen, fahren Sie einfach nach Ilersberg, Autohaus Grill, und schauen Sie es dann selber an. Aber jetzt mache ich erst noch einen Mund ein bisschen wässrig und dann Sie wollen auch noch was sagen. Ja, ich wollte noch was sagen, und zwar, also so ist geschrieben worden damals, dass der Attenberger eigentlich Solomaschine gefahren ist. Und weil er ja behindert war, ich darf es jetzt gar nicht sagen, weil er steifes Glied gehabt hat, ist er nicht zugelassen worden zu Internet. Fuß, genau, aber so wie es in der Zeitung stand, ich zitiere. Also er hat an internationale Wettkämpfe nicht teilnehmen können, und das war dann offensichtlich, so ist geschrieben worden, die Motivation, dass er sich fürs Beiwong von... Also Damen und Herren, holen Sie sich was zu trinken, jetzt können Sie bei einem kleinen Rundgang dabei sein, den wir so in 3-4 Minuten beginnen werden. Also wir sehen uns gleich wieder. Damen und Herren, ich begrüße wieder in Ebersberg beim Freundeskreis Attenberger Schillinger, der eben hier im Autohaus eine Ausstellung von Seitenwagenmaschinen hat. Schauen Sie heute aus, die ganz moderne. Das ist was Moderneres, oder? Genau, das ist das. Die vorne, wie gesagt, die Vater und Tochter. Und die Tochter, da hängt da hinten. Was, eine Tochter? Die Tochter. Als Beifahrerin? Die Frau. Frau. Und, aber die Tochter auch. Und die Tochter, da ist da hinten, die Montur, die so hat. Und die muss man anschauen, weil wir das tun. Bei der Frau fällt nichts, aber bei der Tochter. So hast du auch schon mal gefahren? Nein, danke. Also der Mensch hier, der hat ein Buch gemacht über diese ganze. Ja, es gibt, wie viele Ordner habt ihr fotografieren? 40. 40? Über 40. Die besten rausgesucht, gibt es also ein Bildband, ganz kleine Auflage vom Freundeskreis. Was tolles. Und hier, das ist eine von den ersten, oder? Das ist eine relativ alte. Ja, das ist das Beste, ja. Das ist ein Rennmotor, ein echter Rennmotor, der darf privat überhaupt nicht gefahren werden. Wieso das? Weil es ein Rennmotor ist. Also Rennmotoren dürfen auf einer normalen Straße nicht fahren? Hat das nichts mit dem Fahrgestell zum tun? Nein, nicht mit. Nichts tragen, kein Rücklicht. Ja, aber wir reden vom Motor. Wenn du den in eine normale BMW einbaust, dann müssen wir da fahren dürfen, oder? Ja, aber den kannst du nicht auf der Straße fahren, weil der muss tourenmäßig fahren. Muss hochtourig fahren. So. Auf wie viel Umdrehungen läuft dann der so? Bis 10.000 oder was? 10.000, 11.000, 12.000 vielleicht noch. Okay. Aber das ist nachher schon das Letzte. Aber die Reifen sind schon ganz andere. Das sind nur normale Straßenreifen da, und das andere sind... Ja, das sind extra Gespannreifen. Die sind da eben. Die dürfen nicht rund sein, die müssen eben sein. Aber was mir jetzt schon mal aufgefallen ist, Beiwagen ist nicht grundsätzlich auf der rechten Seite, sondern da gibt es linke, ja, oder? Wieso nur? Ich hab links und rechts gefahren. Lange Warum? Zeit. Ach, grob ist jeder gemingt hat. Mein erstes Gespann war ein Rechtsbeiwagen, und das zweite Gespann, wo ich den Franzosen gekauft habe, war ein Linksbeiwagen. Ja. Ist das eine große Umstellung, oder? Beim Fahren nicht. Aber beim O-Schirm, weil ich kann ein Fahrrad auf der linken Seite schirmen. Und jetzt muss ich auf einmal auf der linken Seite ein Motorrad anschirmen. Das war eine Katastrophe. Das war das erste Mal, wo ich mir nie was gedacht, bei den ganzen Rennen nicht. Ja. Habe ich mich nie aufgeregt. Aber wie ich den Kragen gehabt habe, da bin ich zum Schwitzen gekommen. Aber wie lange? Weil ich habe umgegangen. Ja. Weil ich habe ja auch noch mitgeschoben. Ja. Okay? Musst umgegangen, Kupplung heben. Und dann musst du so komisch draufhupfen, von der linken Seite. Okay? Und das ist das Problem gewesen. Mir hat einmal ein Mitschüler erzählt, aber ich dachte, wir sind Freising auf der Oberschule, selber Motorradfahrer, der hat mit irgendeinem Beinwagenfahrer was zum Tor gehabt, und da haben sie dann so eine Ausfahrt gemacht, und dann waren sie in einem Wald drin, und da war ein Bach, und da ist so ein Steg drüber gegangen. Da hast du also mit einem normalen Auto oder mit einem Beiwagen nicht drüber fahren können. Und dann haben sie halt gehalten, und hat er gesagt, und was machst du jetzt?
Dann hat der Kurven gemacht, hat das Motorrad auf Zeiten und einen Wagen hoch und ist dann auf zwei Reifen drüber gefahren. Also solche Kunststücke muss man kennen, oder? Das gibt's, ja. Das geht schon. Das geht schon. Das geht schon. Das ist man, mit denen Gespannen nicht mehr so. Ja, das sind, oder? Nein, mit den Reifen. Also mit weil die sind ja viereckige die Reifen da. Aber wenn du jetzt einen normalen Serienreifen drauf hast, so wie. Gehen wir mal weiter. Wie die da, weißt du, an der Runden. Ja, ja. Da kannst du alles Mögliche machen. Was ist das für eine? Das ist auch eine, die Arena zu fahren. Das ist auch ein RS. Was sind eigentlich das für komische? Da aber was ist denn das da? Diese Teile hier, was ist das? Das ist ein Luftansaug. Ach, da kommt Luft rein? Der sitzt so herin da. Schau, jetzt kommt der Halberbauer. Wie alt bist denn du jetzt schon, sag? Und mit den Füßen da hinten musst du schalten und bremsen. Hinten. Ach so, das sind das praktisch. Da tut er schalten und bremsen. Gell? Und das ist der Stoßdämpfer da. Und dann ist noch ein Ding, eine Verkleidung drüber. Ne? Und das ist ein Stoßdämpfer für die Lenkung, oder was? Lenkung, ja. Da ist ein Lenkungsdämpfer, wenn kaputt ist, der fängt sofort zu schleudern an. Was ist denn dann dort beim Attenberg und beim Schillinger kaputt gegangen? Da hat es so geheißen, dass irgendwas. Das Beibungrad hat es gerissen. Meine ich. Weißt du? Und hat mir der Auerbacher verzeiht. Der Auerbacher, der war da an zweiter Stelle gelegen. Ja, okay. Der Attenberger war vorn, der Auerbacher fährt hinter den Attenberger nach. Ja. Und hat sich gedacht, was hat er denn da, Hansi? Jetzt fahr auf einmal Schlangenlinien. Ja, ja. Also auf der Geraden. Ja. Und noch dazu ist diese allerschnellste Strecke. Von Spargwen, ja. Da war so 230, 40 gefahren. Und auf einmal ist er mit seinem Beiwagenrad über das Ding runtergekommen. Die Bankette runter. Über das Bankett runtergekommen. Ja, ja. Dann hat der Hansi wahrscheinlich den Karren umgerissen. Ja. Und dann ist er über Bischung runter. Weil es hat geheißen, habe ich was gelesen, dass irgendein Verbindungsstück zwischen Weibung und Motorrad zerrissen. Ja, aber das kann man nicht gehabt. Aber wahrscheinlich, der Schorsch sagt, der Hauptbauer schon sagt, irgendwas war am Beiwagenrad. Entweder ist Beiwagenrad gebrochen oder Taxa gebrochen. Ja. Wie soll ich denn sagen? Gehen wir noch ein bisschen weiter. Und das hier, das ist wieder ganz was anderes. Was ist das hier? Die kann man sogar kaufen. Was ist eine? Bahnmaschine. Eine Bahnmaschine. Auf Sandbahn oder Grasbahn. Okay. Mhm. Herr Grill, gehen Sie mal her. Warum lassen Sie sowas in Ihr Autohaus rein? Das stillt doch Ihren Fahrzeugen total die Schau. Nein. Das ist eine starke Behauptung, das ist ein schwacher Beweis, oder? Ich finde es eine gute Kombination. Gell? Ja. Erstens sind wir alle ein bisschen Rennsportaffin, immer schon gewesen, auch von meinem Vater her. Und sind Sie auch Motorrad gefahren? Ich fahre heute noch Motorrad, so was ist es nicht. Ich habe BMW und Harley Davidson halt, weil das braucht man heutzutage, sage ich jetzt einmal. Aber ich habe meine Harley Davidson schon seit 91, also da vor dem Heid. Der jetzt abläuft. Aber ich finde es gut. Mhm. Wir haben es vor 20 Jahren schon gemacht. Ja. Okay. Nur in dem anderen Haus drum. Und jetzt sind wir halt umgezogen und wie der Bartl Fritz zu mir gekommen ist, wir hätten einen 50-Jährigen, sage ich, du, sofort einer. Mir gefallen die Motorrad, ich finde das ein Wahnsinn, mit welchem Material die dort so schnell gefahren sind. Ja, ja. Das fasziniert mich auch. Ja. Und teilweise alle überlebt haben. Dann, hier ist auch noch ganz was Interessantes. Da hat der Beifahrer einen Lenker. Wieso denn das? Da muss man aber das Holzstecker. Quer steht. Also die aufsteht und gerade steht, je nach Kurve. Ach so. Also wenn der praktisch da. Also wenn er so eine Kurve fährt, steht er so schräg. Und wenn er so eine Kurve fährt, schön. Genau. Das Motorrad umlegen. Und wenn die Kurve aus ist, dann muss er da aber bestimmt wieder zurückziehen, weil sonst haut es rein. Genau. Wenn der nicht zurücktraht, dann schmeißt sich das um. Und wo fährt so das Gelände? Oder? Was ist das? Eine Sandbahn. Eine Sandbahn? Das ist eine Sandbahn und Grasbahn. Ach so, und deshalb muss es eh bloß immer in eine Richtung legen, oder? Weil es geht also immer in die gleiche Kurve. Ne? Vor der Kurve wird eintraut, weil dann die Kurven schneller gefahren werden können. Aber er legt sie dann nicht mehr. Dann schauen Sie, Damen und Herren, was auch noch. Also alle Motorradfahrer, die mal schon BMW gesehen haben, die hat einen Motor verkehrt drin. BMW-Motor verkehrt drin, oder? Genau, und den hat der Hauwald Fritz gemacht. Das war mehr ein Versuch, hat aber nicht hingehauen. Ist nicht gefahren? Nein, ist nichts gegangen. Da hat das Gebläse erinnert für den hinteren Zylinder. Okay. Und vorne am Zylinder hat er kein Gebläse gebraucht, weil er ja... Der vom Luftwind kühlt und hinten ist er aber im warmen Luftsturm drin. Aber hinten hat er kein Gebläse gebraucht, weil der... Also das ist ja nicht gegangen, das Ding. Ist ja nicht gegangen. Das hat er für einen Knotbäder gebaut. Ein Knotbäder wollte es ausprobieren, aber ist nicht gegangen.
Wahnsinn. Also, dann hier wieder. Ah, wieder so eine Sandbahnmaschine mit einem Lenkrad dort. Eine Sandbahnmaschine. Aber das ist keine Sandmaschine, was ist das? Das ist Motocross. Motocross. Das ist Motocross, da steht der Beifahrer so drin. Okay. Gell? Und dann springen sie auch und fliegen sie runter oder was weiß ich. Das gehört aber nicht dazu, oder? Das da? Der tropft hier ein bisschen. Für Beifahrer, wenn er Angst hat. Also er tropft ein bisschen. Wahnsinn. Ja, es sind ja lauter Einzelanfertigungen, oder? Ja. Das ist ein weiter Ding da. Das ist da. Der hat Zwillingsreifen. Du musst mal schauen hinten. Zwillingsbereift ist der. So schnell fährt überhaupt keiner auf die Bahnen, als wird der da. Ja, und warum fahren sie nicht alle mit Zwillingsreifen? Das ist ein extra Klasse, gell, das da. Da fährt in der Klasse plus einer. Deutscher das ist ein Wahnsinn. Motor. Die zwei gehören zusammen. Die gehören zusammen. Das ist Vater und Sohn. Aha, okay. Und die werken miteinander ab. Muss man schon mit den Zwillingsreifen, das habe ich noch nie gehört. Das ist der Sohn. Also dann fahren sie mal gegeneinander, oder was? Die fahren gegeneinander. Ja, haben ja. Echt Zwillingsreifen. Die haben Zwillingsreifen. Wir haben einen Bulldog gefahren, gell? Oder ja, genau. Bevor ja, der Acker Zauber. Mit Beiberantrieb. Aber die Beiberantrieb, das gibt es öfters, oder? Beiberantrieb? Ja, normal nicht. Nur für Großbahn oder Sandbahn. Also das ist ein Sonderklasse. Aber da siehst du, der hat da hinten einen zusätzlichen Kühler drin, ja. Mit einem Ventilator, weil der gerne mal heiß wird, oder? Dann der Motor ist quer verbaut, das habe ich auch noch nicht gesehen. Der hat einen quer verbauten Motor. Das sind so 1000er oder 1200er oder irgendwas sowas. Wie bei der NSU, oder? Ja. Wie hat die geheißen, diese Straßenmaschine, die eine NSU da drin gehabt hat? Ja, hat eine die Mammut haben sie nicht gesagt. Münch Mammut, genau. Die Münch Mammut. Ja. Wahnsinn. So was wie mein Hauptnader, das ist ein Münch Mammut. Da hast du nicht direkt. Da sieht man den Seitenwagenantrieb. Schau. Darum hat auch der Seitenwagen das Radl so einen Stollen drin. Schau. Ja, ja. Na, die zwei, die fahren ja hier. Aber wo fahren die? Wo fahren bei Grasbahnrennen oder? Skihering fahren die bloß noch. Skihering. Ja. Was ist Skihering? Das? Da hängt hinter der Skifahrer. Ein Skifahrer drauf hängt. Das war eine Spinnerei. Das ist vom MSC Schliersee und da drin hat Hans das gewohnt, dass wir mehr Schnee haben und dann fahren die im Winter mit dem Skihering. Ja, meine Mutter, da haben wir jetzt mehr Japaner da. Und dann da vorne noch ganz edle Fahrzeuge, Schanz. Das ist eine, da kannst du wirklich Ski auf Eis fahren. Ne? Das ist vom Niedermeyer Martin. Niedermeyer. Aber das ist jetzt auch schon ein bisschen was Älteres, oder? Nein. Nein, so fahren die heute noch. Echt? Der war mit der Maschine in Moskau. Aber ja, aber jetzt fahrt er nicht mehr. Für was sind die zwei Ketten da? Das Ketten für den Antrieb und was ist das für Ketten da? Das ist das Getriebeantrieb. Das ist die Primärketten. Das ist das, der Motor, der treibt da von da aus ab. Und dann geht die Ketten dahinter ans Getriebe. Mhm. Und die Kupplung. Und da hinten? Kupplung, ja. Die, sitzt dann hinten, oder? Die hat auch schon was erlebt, die Maschine. Ja, ja. Zweigang. Genau. Es sind 28 mm Spikes drin. Aha. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Also, das stehe ich mir da absolut tödlich vor. Wenn du da einen schmeißt, dann der andere fährt da drüber, oder? Das ist tödlich. Darum haben sie so Verkleidung getragen. Aber er hat da seinen Sicherheitsschalter, wenn sie schmeißt, das hat er ans Handgelenk. Sofort bleibt er mal da stehen. Ja, aber die Radeln drehen sich ja weiter. Ja. Aber ja. Nicht lang. Nicht lang. Die Bikes, die finden, wo drin stehen. Ja. Nein, das ist schon was Grausames. Und die liegen ja auch drin, geht, die stehen da fast mit dem Lenkerball beim Bono. Wenn der aber mit dem Knie auf dem Eis aufgeht, verstehst du, das tut lange nicht so weh, wenn er mit dem Knie auf dem Asphalt aufgeht. Ah, ja, das ist klar. Also. Zur Zeit darf man so derer Ausrüstung nicht mehr fahren. Ja? Na, das müssen jetzt schon bis ab. Das habe ich gar nicht erzählt, ja, wo ist erzählt? Wie sie ihn da in Belfast einmal geschmissen hat. Wo sie ihn die Haut weggerissen hat und dann mit Plastik eingesprüht haben. Ja. Dann haben sie mit einem Passagierflieger ein Bett eingebaut, Passagierflieger, dann haben sie ihn auf Minge runtergeflogen. Wo war es denn? Auf Rehm damals noch. Auf Rehm runtergeflogen.
Und da haben Sie dann wieder geheilt, was für ein Krankenhaus bist du gekommen? Ja, kein Krankenhaus. Daheim? Nein. Daheim? Nichts. Brauchen wir da kein Krankenhaus. Daheim, du musst dir mal vorstellen, 14 Tage später hat er in Ding in der Tschechei fahren müssen, den Weltmeister. Ja. Mit so Verletzung, oder? Ja. Ja. War auch noch eingewickelt. Da haben sie dieser Mensch lebt immer noch. Dann der Doktor, also, bitte kommen Sie jetzt nicht auf den Trichter und sagen, Motorradfahren mit diesen ganzen neuen Klassen, so bis 125 Kubik, braucht keiner. Es ist ganz selten, dass einer so lange überlebt, oder? Ich möchte aber auch sagen, die sind ja in Deutschland, vielleicht haben sie drei da, vielleicht, die wo so viel mitgemacht haben in der Rennerei und so viel erreicht haben wie ich. In Bayern überhaupt keiner. Minger ist groß, Hamburg ist groß, ist keiner da, wo das so kennt wie ich. Das ist fertig. Das ist fertig. Er zum Beispiel, er ist gescheit von den zwei Brüdern. Er hat dann aufgehört Mitte der 60er Jahre und hat einen Futterhandel aufgemacht, verköstigt. Richtig losgegangen. Schweine, Pferde und Rinder. Sechs, wir haben noch, oder was? Wir zwei haben auch eins. Wir haben noch einen Bruder, aber den mengen wir nicht. Okay, dann würde ich sagen. Ja, ich weiß schon, wir sind jetzt fertig mit der Sendung. Was ich sagen mag, er hat nachher der Doktor, weil er hat einen Tschechei heimfahren müssen. Ihm hat der Doktor nachher den ganzen Ding abgeschnitten, den Plastikverband, hat ihm den normalen Verband umgemacht und er hat dann in der Tschechei heimfahren müssen. Und gewonnen, oder? Nicht ganz. Aber jetzt das schlimme Kind jetzt. Er mit der Linksbeiwang, der andere mit der Rechtsbeiwang, der Uwiesel. Jetzt haben sie zuerst waren sie führend, gell? Und dann ist der Uwiesel gekommen, der war damals führend, weil sie in Belgien in Belfast umgeschmissen haben, da war der Obiselführer in der Weltmeisterschaft. Und jetzt ist Linksbeiwang und Rechtsbeiwang. Sie mit Linksbeiwang kommen daher in der Kurven, der andere mit Rechtsbeiwang, der Obisel. Und der Obisel, weil er wilder Hund ist, rennt er mir ins Kreuz rein mit Beiwang. Wieder hin. Oh, offenbar, wieder hin. Wir könnten noch früher sein, aber die Sendezeit, das ist praktisch die Zeit, die ich brauche. Heute überziehen wir. Nein, das gibt es schon. Damit nicht, aber wie gesagt, machen Sie sich ein eigenes Bild. Ebersberg, Autohaus Grill, bis Ende des Monats ist diese Ausstellung zu sehen. Und vielleicht treffen Sie auch die wilden Hunde, dann können Sie es selber ein bisschen ausfragen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei den Herrschaften, für die freundliche Unterstützung. Ich bedanke mich ganz herzlich. Super. Und Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Servus und für Gott.